Wir haben heute Besuch von Svenja und Sebastian. Die machen einen YouTube-Kanal, das heißt, wie man macht. Schön, dass ihr aus der Ferne zu uns nach München gekommen seid. Gibt es das, dass ihr uns nicht kennt? 140 Jahre warten wir auf diesen Augenblick, dass ihr hier in diese Räume kommt. Ihr seht das, das ist eine uralte Kräuterapotheke von 1887, wie es heute eigentlich nicht mehr so gibt. Also wir haben wirklich viele Menschen, die kommen und sagen, danke, dass ihr da seid, danke, dass ihr das so macht. Und ihr seht es, wir machen also die Pflanze so ursprünglich wie möglich. Ich nehme jetzt mal hier einfach ein Fass raus, damit ihr das seht. Das ist zum Beispiel Kalmus. Das ist eine absolute Bitterstoffpflanze. Die kommt jetzt aus Italien. Die wurde schon sehr von Maria Treben besprochen. Die war ein absoluter Kalmus-Fan. Heute kennt das fast niemand mehr. Kalmus ist eine Bitterstoffpflanze, die ganz, ganz eigenbitter schmeckt. Wenn nichts mehr hilft, nimm Kalmus. Und das kannst du jetzt nicht mit Enzian vergleichen oder mit Wermut, sondern das hat einen ganz, ganz eigenen Bittergeschmack. Auch nehmt die Pflanzen in den Mund. Nehmt euch was wie Kalmus, nehmt euch was wie... Mit Wurzeln geht es natürlich hervorragend. Wie Bibernel. Bibernel ist eine Pflanze, die wurde vorwiegend während der Pestzeit genommen. Und da hieß es, esst Bibernel, dann stirbt es nicht so schnell. Schau mal, ich gebe jetzt von der Bibernel was auf die Hand, aber schau mal, und Bibernel ist was, was gut für den Lymphfluss ist, pflegend, hat man früher gesagt, und kann man auch in alten Kräuterbüchern nachlesen, aber was so den Hals richtig weich macht. Ich bin ja auch ein Fan einfach von, stellt euch ein Pulver zusammen, was für euch passt. Es kann sein, was man einfach draußen gut findet, wo man sagt, boah, das gibt es wirklich in unserem Breitengrad. Das ist jetzt zum Beispiel Wermut. Das sieht dann so aus, euer Pulver. Das könnt ihr auch selbst vermahlen, ja. Das Pulver ist mega bitter. Ich zeige euch jetzt mal den Wermut als Kraut. Habe ich auch. Oder du kannst es tatsächlich als Oxymehl ansetzen. Das ist eben mit Essig und Honig. Was ich auch super praktisch finde, für jemanden, der jetzt keinen Alkohol zu sich nehmen will. Oder einfach als Ölauszug. Macht euch selbst auf den Weg. Tut euch was Gutes. Ich kann das nicht nachvollziehen, wenn Menschen so viel, ich nehme das Nahrungsergänzungsmittel und die Kapsel und das und ich mache mir den Smoothie mit 1000 Sachen rein und macht einfache Dinge. Fangt mit ein, zwei Pflanzen an. Schaut, was euch gut tut, weil am Schluss, im Endeffekt, wisst ihr nicht, was in der Kapsel drin ist, was für Rieselhilfe drin ist und so weiter. Verlasst euch oder geht auf eure Intuition und macht euch was, was für euren eigenen Körper ist. Und jeder ist anders. Der eine braucht eine Prise, der andere nimmt einen Esslöffel. Ja? Und ich kann nicht zu jemandem sagen, der vielleicht fein, zart und dünn ist, oh, nimm du mal einen Esslöffel dafür, das schaffst du schon. Nee, jeder funktioniert anders. Und ich habe ja hier auch 100-Jährige, 110-Jährige habe ich schon gehabt, die gesagt haben, sie haben einfach vor 50, 60 Jahren angefangen, mit Kräutern tatsächlich ihren Tag zu begleiten und mit Gewürzen auch. Macht das. Man muss es nicht übertreiben. Fangt mit ein, zwei, drei Sachen an. Das ist Damiana, das ist eine südamerikanische Heilpflanze. Schaut mal. Die schmeckt erstens super lecker als Tee. Die ist ausgleichend. Die begleitet dich gut in den Abend. Aber die kannst du super verräuchern. Und meine absoluten Fangruppen, die nehmen die quasi als Tabakersatz. Die schwärmen davon. Also, außer dass sie gut riecht, auch als Tabakersatz, tut sie auch gut. Heute auch noch sagt man in Südamerika Hexenbesen, Lungenbesen, weil die tief in die Lunge hineingeht. Jeder muss da seinen Weg finden und darf ihn auch finden. Und da gibt es kein du sollst, du musst. Und die Pflanze ist nur für dich, für das da. Ich sage immer, verlass dich auf deine Intuition, schau, was du brauchst. Wir sind keine Fans von Teebeuteln, muss ich ganz ehrlich sagen, denn was die meisten nicht wissen, das ist jetzt egal, ob Bio oder konventioneller Bereich, es gibt immer Pellets, die reingemacht werden. Das ist quasi gepresste Ware, die als Gewicht mit dazu gemacht wird. Das machen wir tatsächlich seit 140 Jahren nicht. Also bei uns sind Mischungen einfach immer so. Zu uns kommen natürlich dann auch Leute, die sagen, ja, wie mache ich denn einen Tee? Was geht einfacher als einen Esslöffel mit einem Viertelliter kochendem Wasser aufgießen, 10 Minuten ziehen, absieben, fertig. Und das ist eigentlich was ich ein bisschen schade finde, dass das so tatsächlich aus unserem Denken wieder rausgekommen ist, dass alles bereits fertig in Flaschen sein muss, nur noch reinkippen, dass man sich quasi nichts mehr richtig zubereitet. Und da sind wir wieder an dem springenden Punkt. Ich möchte, dass ihr euch was macht, dass ihr für euch findet, was euch gut tut, dass ihr tatsächlich euren Geschmack findet, was euch vom Körperlichen her gut tut und schaut, ist es ein Pulver, ist es ein Tee, ist es eine Auflage, ein Kissen vielleicht, ist es ein besonderer Duft und euch da auf den Weg macht. Denn ihr dürft davon ausgehen, ihr macht das ja nicht nur
jetzt für euch. Ihr macht es ja vielleicht für 50, 60, 70, 80 Jahre für euch. Also ihr macht eigentlich etwas heute für die Zukunft. Es ist ein Zukunftsausflug oder eine Reise für euer Sein. Also unsere Mitarbeiterinnen machen sich tatsächlich ihre Themenmischung. Die gehen hier durch und machen das mit intuitiv. Ja. Haben sie natürlich auch eine große Auswahl. Ja. Dann stehst du hier, machst deine Mischung fertig ja. Und dann... Ich hab Leute, die auch tatsächlich sagen, wenn sie mich nicht gehabt hätten, dann wären sie heute immer noch nicht gesund. Mhm. Ich finde es halt auch faszinierend, was es für Namen gibt. Ja? Also von Hohlzahn bis Walnussblätter, Lungenkraut, wo es einfach schon im Namen tatsächlich auch die Wirkung tatsächlich benannt wird. Hohlzahn ist sehr kieselsäurehaltig. Die hat man früher in vielen alten Lungenmischungen gemacht. Walnussblätter ist was man in Bitterstofftees verwendet hat, gut auch für die Haut. Da oben haben wir Vogelmiere und Hühnerdarm. Dann gab es Habichtskraut. Das sind einfach Namen, die finde ich so faszinierend. Ja, wer kennt noch Mäusedornwurzel? Jedes Land hat tatsächlich seine Kräuter. Und ich war irgendwann auf La Palma, dann hat man mir gezeigt, dass man da in jedes Grab als Beilage Katzenpfötchen reinmacht. Das sind so ganz kleine gelbe Blüten. Die macht man deswegen rein, weil man sagt, dass man nur, wenn man diese Blüten im Grab hat, tatsächlich zur Anderswelt Einlass bekommt. Und das finde ich so eine schöne Geste, dass wenn ich jemanden habe, der stirbt, kommt er immer von mir Katzenpfötchen mitgegeben, weil ich möchte, dass das Tor offen ist. Svenja, du hattest gerade zu mir gesagt, dass es ja für nicht jeden einfach ist, der vielleicht in einer Einzimmer-, Zweizimmerwohnung irgendwo in der Stadt lebt, tatsächlich solche Sachen sich zusammenzustellen. Ich meine ja, es braucht den Wunsch, das zu machen. Dann braucht es vielleicht einen kleinen Ratgeber, ein Buch oder mich, den man fragen kann oder vielleicht auch dich. Schaut mal, es gibt Nadeln, die man für Tee verwenden kann, Wacholdernadeln, Fichtennadeln. Es gibt Gänseblümchen, die jeder kennt. Es gibt Birkenblätter. Es gibt einfach heimische Bäume, wo man Blätter pflücken kann. Es gibt hier Gänsefingerkraut, was in jeder Wiese wächst, wo man natürlich guckt, dass die jetzt nicht von jedem Bauern irgendwo mit Kunstdünger oder sonst was. Aber es gibt ja auch einfach Wiesen oder Felder, wo man gucken kann an Wegesrändern, die ein bisschen abseits liegen. Es gibt die Linde als Baum. Ich bin auch ein Baumfan. Es gibt Hagebuttenschalen, die man pflücken kann. Ja, das ist jetzt alles mal so ein bisschen heimisch. Das ist Steinklee, den man pflücken kann. Nur um euch, da ist noch keine Brennnessel dabei. Da ist kein Spitzwegerich dabei. Da sind keine Himbeerblätter, Brombeerblätter, Erdbeerblätter dabei. Ihr habt das in der Hand. Ihr könnt einfach anfangen zu sagen, okay, ich mache zwei Sachen. Und da baue ich auf. Und ich finde, es ist den Blick zu verändern, zu sagen, okay, ich gucke über das hinaus. Ich wohne vielleicht in einer kleinen Wohnung. Ich wohne vielleicht in einer Situation, wo ich das nicht alles vor der Haustür habe. Aber ich kann sagen, ich fahre ein Wochenende raus und ich pflücke mir was. Und der Tee wird euch viel, viel besser schmecken, weil ihr habt was für euch getan. Ist super gut fürs Blut, sagt man. Also wie in alten Kräuterbüchern nachzulesen ist natürlich. Der Bauer mag sie nicht, wenn er Quecke auf seinem Grund hat. Wir haben da oben Sauerampfer, das sind alles Gräser. Und wenn ihr in solchen Ländern wie Spanien, Italien, sonst wo es einfach sautrocken ist, seid, da macht man nicht so viel mit Kräutern vielleicht, sondern da macht man was mit Gewürzen, da macht man was mit Moosen, da macht man was mit Rinden, da macht man viel mit Gräsern. Und vielleicht sehen wir uns irgendwann, wenn ihr irgendwo anders seid, und dann machen wir zwei, drei eine Kräuterwanderung. Und dann werde ich euch mal zeigen, wie ihr euren schönen Grastee machen könnt. Und man kann dich jederzeit auch kontaktieren, wenn man was davon braucht, online. Ja, klar. Auf welcher Webseite? Ja, ganz viele. Wo geht man denn hin, wenn man Kräuter sucht? Aufs Land. Ja, einfach raus, 10 Kilometer vor die Stadt fahren. Na, ich meine, wenn man jetzt Kräuter nicht gefunden hat bei sich vor Ort oder es aus Bequemlichkeit nicht einrichten konnte, wohin geht man dann? Ins alte Kräuterparadies in die Blumenstraße 15. Und ja, ich freue mich, wenn ihr kommt. Dann können wir über Räuchern, über Kräuter, über Öle, was ihr wollt, reden. Also ich freue mich einfach. Der Laden macht seit so langer Zeit auf und ich denke mir immer, Mensch, der hat so 2 Kriege überlebt. Also es ist unglaublich, welche Geschäfte gibt es noch, die so sind. Das fasziniert mich selbst und ich hoffe, dass ich es in diesem Leben nicht schaffe, aufzuarbeiten. Also im nächsten Leben gerne wieder. Guten Morgen, wir haben Sie ausgesperrt gehabt, gell? Morgen, nein, noch nicht. Jetzt ist offen, aber wir haben schnell ein Video gedreht. Alles klar. Ja. Da du das Video bis hierhin angesehen hast, bist du bereit, einen Daumen nach oben zu geben. Und vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Wie man macht, auf YouTube und Telegram.